Quietschi nach Mainz. Hallo Kollege, du bringst heute die Regionalbahn 2 von Koblenz Hauptbahnhof nach Mainz. Die Fahrt sollte soweit ruhig verlaufen. Beachte bitte, dass du im Bereich Bingen wegen eines Gleisschadens eine Umgehung fahren musst. Gute Fahrt. Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play mit dem Train Sim World 3. Wir fahren heute eine Baureihe 425 in der Deutschland-Ticket-Lackierung von KFL. Der Link zum Download natürlich immer mit in der Beschreibung, auch in der Readme nochmal herauszufiltern. Los geht das Szenario um 14.10 Uhr und Abfahrt ist um 14.14 Uhr. Ich wünsche hierbei viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. So Freunde, und damit willkommen im Koblenz Hauptbahnhof. Wir befinden uns hier auf Gleis 2 und 3, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Hier drüben steht ein Nahverkehrszug mit einer 110er und Endwagen. Ja, das hier ist unser Gespann, unser 425er mit dem Repaint Deutschland Ticket. Aber da gehen wir später nochmal am Ziel näher drauf ein. Wir haben jetzt 14.11 Uhr und in circa 2 bis 3 Minuten sollen wir hier rausfahren. Das heißt, wir rennen jetzt mal vor in den Führerstand und rüsten unseren 425 eben mal schnell fertig auf, damit wir auch dann schon abfahrbereit sind. Ach, wir gehen gleich hier rein. Scheinbar ist der Zug erst hier angekommen und wir müssen den jetzt hier übernehmen Richtung Koblenz, beziehungsweise Koblenz sind wir ja Richtung Mainz. So, die Rollos machen wir runter, da sind wir schon ungestört. Frontrollo machen wir ein Stück hoch. Nehmen auch schon Platz hier. Decken den Schlüssel ein. Fahrtwendung ist Richtung vorwärts. Dann heben wir schnell den Stromabnehmer. Schalten die Displays. Dunkel. 14 Uhr Fahrgastbeleuchtung brauchen wir keine. Hauptschalter knallen wir gleich rein. Zugspitzenlicht ein. So. Dann haben wir hier die LZB, PZB und die SIFA. So. Dann sollte das schon soweit alles bereit sein. So, schauen wir nochmal raus. Hier drüben steht die 110, wie gesagt, auch voll aufgerüstet. Mainz Hauptbahnhof. Sieht eigentlich schon davon sehr gut aus. Da werden auch noch zwei weitere, ein Zweiteiler-Szenario folgen. Dann auf der Taranta-Rampe und Nahverkehr Dresden, ganz klar. Und dann werden wir dort nämlich auch nochmal von Chemnitz über Dresden nach Meißen-Triebigtal fahren. So, jetzt habe ich es. So, 14.13 ist es. Wir steigen ein. Schmeißen hier die Tür zu. Nehmen Platz. Mal noch der Pultbeleuchtung ein bisschen an. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon los. Wir schließen die Türen. Ansagen sind natürlich hier auch mit am Start. Selbst erstellt und gesteuert über das Stream Deck. Ich werde sie mit in die zum Download mit bereitstellen. Wer Interesse hat, kann es hier gerne nutzen. So, und wir schnacken nicht, sondern wir haben Strecke zu machen. Los geht's. Jawohl, und wir rollen. Geschwind den, hier können wir uns erstmal befreien. Den 425er hier im TSW gar nicht mal so schlecht. Also im Gegenteil. Benutze dieselben Sounds wie im TSC. Hier steht ein 628. Auf den gehen wir auch mal bei Gelegenheit noch rein. Das ist auch ein wunderschönes Repaint hier im blau-beige gehalten. Da werden wir auch bei gegebener Zeit noch mal ein schönes Szenario bauen, welche Strecke. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr welche Strecke vorschlagen tut für ein Szenario für den 628er. Lasst es mich wissen.
Und dann versuchen wir das auch umzusetzen. So. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Regionalbahn 22 auf dem Weg nach Mainz. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, das ist die Regionalbahn 2 und nicht die 22. Wir haben auch nochmal einen Dreiteiler im 6A28, wie ich eben gerade gesagt habe, mit dem Repaint. Glaube ich. So, wir fahren jetzt erstmal 12 Kilometer bis nach Boppard. Das wird unser erster Halt sein. Ist ja auch dann noch angekündigt, im Bereich von Bingen eine Umgehung zu fahren. Hoch, das ist schon ein bisschen zu schnell. Sind es nur aber Fahrstufe 2, das ist okay. So sollten wir eigentlich auch die Geschwindigkeit halten können. Ja. Und ist mal wieder Zeit für ein kleines Szenario, wie gesagt, hier im TSW 3. Die Szenarien für den TSC sind noch nicht fertig. Die sind noch in der Bearbeitung, auch im Test. Der dritte Teil für den ICE 72, der ja, wie gesagt, von Chur bis nach Berlin geht, ist der dritte Teil so gut wie abgeschlossen, müssen noch die Zugzielanzeigen installiert werden und die Ansagen eingebaut werden, dann wäre das Szenario-Paket auch dann so gut wie fertig. Im Szenario-Paket Eurocity 170 muss ja, wie gesagt, nochmal der dritte Teil gebaut werden, da geht es ja dann über die Strecke von Leipzig nach Berlin. Da war ja Remastered komplett abgestürzt, da ja ihr DTG das Update gemacht hatte für den TSC, ließ sich das auch nicht mehr starten. Also somit war auch das Szenario futsch und muss eben halt nochmal neu erstellt werden. So viel zum Status augenblicklich. Zwischendrin folgt immer mal wieder was anderes, sei es jetzt hier Euro Truck Simulator, Flight Simulator, der Bus ganz neu dabei oder Fernbus Simulator. Und immer mal was kommt, auch OMSI war jetzt vor kurzem dran gewesen. Ja, somit reisen wir jetzt erstmal unsere Strecke hier runter. Und manchmal gucken, wann werden wir denn eigentlich? Ach, Zeitangabe haben wir gar keine. Ich dachte, wir hätten jetzt hier eine Ankunftszeit, wann wir in Mainz sind, aber das sind schon ein paar Bahnhöfe, die wir hier abfahren müssen. Na gut, so eilig haben wir es auch nicht. Das ist immer diese blöde Ansicht, wenn da die ganzen Bäume dazwischen sind, wenn man ihn nur in die Außenansicht geht. Hier fahren wir mit unserem 425er. Gleich hier nochmal zu machen. Das sieht schon toll aus. Klasse wäre ja natürlich, wenn die Strecke hier ab Mainz noch bis nach Frankfurt erweitert werden würde. Dann hätte man schon mal wieder mehr Spielraum, wo man wunderschöne Szenarien bauen könnte. Aber immer dieses Gehackstückel, das bringt halt nichts. So einem wunderschönen Szenario gehören eben halt auch Ansagen, finde ich.
Intensivwaschung wieder. Oh, da sind wir jetzt auch gleich im Boppard. Den können wir gleich wieder abgipsen hier. Rechts die Weinberge. Das ist eine schöne Strecke. Das ist wie mit der rechten, wie so mit der linken Rheinstrecke. Einfach fantastisch. Nur was hier eben halt auf dem Rhein fehlt, was DTG natürlich hier vergessen hat, ist ein bisschen Binnenschifffahrt. Das fehlt dem halt. Der Bereich erinnert an das Szenario IC 1233, wo wir die Reise komplett bis nach Offenburg gemacht haben. Als dann hier in der Kurve uns der Güterzug begegnete. Sah richtig klasse aus. Hab sogar mit einer 140er an der Spitze, die da vorgespannt war. Nächster Halt. Boppard. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, klappt auch wunderbar. Also wie gesagt, die wenn Stream Deck hat und das Szenario nachfahren will, baut sich die Ansagen im Stream Deck mit ein. Ist eigentlich ganz simpel. Wer da mal ein Tutorial haben möchte, kann es gerne in die Videokommentare schreiben. Bin ich gerne bereit zu helfen. Überhaupt keine Frage. So, und jetzt nähern wir auch uns schon Boppard. Der Ausstieg war hier rechts. Beim Bahnsteig. Was halt eben halt fehlt, das habe ich ja schon wie oft betont, muss ich ja nicht in jedem Let's Play wiederholen. Man muss hier eben halt beziehungsweise bräuchte hier beim Szenariobau eben halt ein bisschen Einfluss auf die Wettermodis. Das ist eben mal das, was ein bisschen fehlt hier. So, wir öffnen die Türen. Schauen wir nach draußen. Aber ansonsten hier wunderschönes Wetter hier im Boppard. Dann fahren wir jetzt hier auch gleich weiter. Da ist unser Zug. Und
besten fährt man immer, wenn man hier mal kurz in die Außenansicht geht. Stromabnehmer. So, die wollen nicht mit. Dann verbleiben sie hier. Und wir gehen auch vom Mast weg und fahren dann auch schon weiter. Wir schließen die Türen. So. Wir holen uns wieder in Position. Und beschleunigen. Wieder Fahrstufe 2, das ist okay, so können wir ein bisschen die Geschwindigkeit konstant halten. Hallo, ja, sonst wenn ich das weiter runter mache, sehen wir ja nichts mehr. War jetzt auch gleich SIFA wieder am Start. Oh, die Fahrgeräusche von den Autos sehr. Gut, aber unser Platz ist hier vorne. Ich fahr wieder. Können aber ruhig ein bisschen die 130 halten, das ist überhaupt kein Thema. Ey, der Rhein, der sieht eben halt so leer aus. Da fehlen ein paar Schiffe eben halt. Auf dem Bereich hier von Train Simulator Classic. Da haben sie gleich Segelschiffe mit alles mit drauf gepackt hier. Und hier fehlt eben halt hier die komplette Binnenschifffahrt. Schon ein bisschen zu schnell wieder.
dass er dann auch hier in dem Bereich irgendwann die Tunneldurchfahrt. Man ist es eigentlich rigoros gewohnt hier auf der Rheinstrecke, egal ob es links oder rechts ist, dass man sehr hohen Güterverkehr hier hat, aber so viele Züge hier aufs Gleis zu stellen, ist gar nicht machbar. Da müsste der Editor schon, beziehungsweise die Bereiche wahnsinnig erweitert werden. Machen wir vorsichtshalber Fahrgastbeleuchtung an, weil wenn wir jetzt hier gleich durch den Tunnel fahren, wird es ein bisschen dunkel. Das sollte jetzt an sein. Alles frei, sehr schön. St. Goar ist jetzt unser nächster Halt. Ja, nochmal ein 425 mit derselben Lackierung. Nächster Halt, St. Goar. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also ich finde, es passt. Sonst wäre das Fahren ein bisschen monoton. Oh, 90. Wir gehen runter. Da oben ist die Burg Rheinfels. Ja, ist auch schön gemacht hier mit dem Felsen hier rechter Seite im Gebirge. Finde ich richtig fantastisch. Aber manchmal kann sich DTG natürlich auch Mühe geben, aber was natürlich auch richtig klasse aussieht, ist die Niddertalbahn hier. Und Rivet Games ist sie, glaube ich. Die ist richtig gelungen. Der Bahnhof hier mittendrin. So, dann halten wir mal an. Geben links die Türen frei. Schauen mal raus. Oh, fantastisch. Unglaublich Zeit. Hier eine Schutzmauer. Hier stehen wir mit unserem 425er VG. Drüben haben wir auch noch mal eine kleine Burg. Ja, im Rheinland sind sehr, sehr viele. Sollte man alle mal gesehen haben. Hauptsächlich die hintere, wo wir jetzt hier gerade vorbeigefahren sind, nennt sich Burg Rheinfels. Wir müssen auch schon wieder einsteigen. Also ich will jetzt hier keine Werbung machen. Ich sag eben halt nur. hier hat auch einige unterirdische Gänge. Ich war selbst schon dort gewesen. Besucht lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man nicht halt natürlich so weit weg wohnt. Das ist ganz klar. Ja. Wir setzen unsere Fahrt fort. Der nächste Halt ist dann Bacharach. 11 Kilometer bis dorthin. Auf geht's.
Wir schmeißen den Hebel komplett nach vorne. Da beschleunigt der Zug auch wunderbar. Ach, hier geht's jetzt in den Tunnel. Du willst das Schild gar nicht lesen, was der für eine Länge hat. So lang ist der eh nicht. Aber die Ausgestaltung mit der Textur einfach fantastisch. Rohe Sifa. Im Mauerwerk. Richtig genial aus. So, den ersten haben wir hinter uns. Da kommt auch noch mal ein kleines Stück jetzt hier. Dauert dann einen kleinen Moment. Huch. Das ist der nächste Tunnel. Wenn es jetzt nochmal durchgeht. Ob das sind auch nur zwei hier. Ein paar Meter. Ach nee, es sind sogar drei. Also das mit der Lichtumsetzung ist ja hier im TSW 3 richtig klasse gemacht. Das ist aber auch alles. Müsste noch mehr erweitert werden. Der im Dunkeln. Ja, was kommt hier? Ah, Nahverkehrszug. Noch ein bisschen was unterwegs. Ich habe schon gedacht, wir sind hier alleine unterwegs. Ach, jetzt können wir auch mal wieder beschleunigen. Ja, hat man dann vorne in Fahrtrichtung oben auf dem Berg die nächste Schloss oder Burg, was es ist. Hier oben. Das ist mir jetzt nicht selber bekannt. Wir mal ein bisschen so mit den Fahrstufen
die Geschwindigkeit ein bisschen konstant zu halten. Das ist nicht leicht. Aber klappt ganz gut soweit. Das Wichtigste ist, dass wir keine Zwangse kassieren. Nur 120er. Spazierfahrt hier am Rhein. Ja, ja, schon gut. Ui, was haben wir denn hier? Nur 103. Und IC-Wagen. Nächster Halt, Bacharach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, jetzt mal da ist links und dann ist es jetzt rechts, jawohl. Wir bremsen runter. Bitte hier in die SIFA. So, und dann geben wir rechts die Türen frei. So, wir auf der letzten Bahnhof schauen wir auch hier auch mal raus. Immer ein bisschen leicht gekippt, weil wir in der Kurve stehen, ganz klar. Ja, hier hoch kommen wir nicht. Aber kaum Betrieb hier. Was halte ich hier? Für uns selber. Na gut. Dann steigen wir wieder ein. Wird so platzen. Schließen die Türen. Gut, und weiter geht's. 14 Kilometer bis nach Bingen. Wer jetzt ist natürlich nur noch 13, ganz klar. Da sind mal 21% Schub. Ja,
werden auch mal mit der Baureihe RABE, weiß jetzt nicht genau die Baureihenbezeichnung, mal ein Szenario bauen hier. Ich denke mal hier zwischen Köln und Aachen auf der Schnellfahrstrecke. Wenn da als Regionalbahn einsetzen. Mal schauen. Aber das hatten wir hier auf unserem YouTube-Kanal noch nicht gehabt, dass der eingesetzt wurde. Grundlegend entweder Fernzüge oder Regionalexpress, die wir gefahren haben. Aber auch wieder so ein schönes, gemütliches Städtchen. Welches das jetzt ist, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich möchte da jetzt auch nichts Falsches sagen. Wir sind schon auf 140, wir sind viel zu schnell. Nehmen wir ein bisschen Geschwindigkeit runter. Was spiele ich eigentlich auch die ganze Zeit an dem Kombihebel herum? Und bei 21%, naja, 24%, lassen wir mal. Gucken, ob das so ein bisschen konstant bleibt mit der Geschwindigkeit. Mal ein bisschen weg. Das ist jetzt hier theoretisch eigentlich die Geschwindigkeit nach unten gehen. Download-Möglichkeit für das Szenario, ganz klar, zeitnah, mit zeitnahem Erscheinen von dem Let's Play-Video. Downloadbar auf meiner Website oder als Alternativ-Download im Railsim-Forum. Können wieder hochgehen auf 130, das ist schon mal prima. Aber nicht so hoch. Das lassen wir erstmal auf 0. Und wir müssten eigentlich auch dann in den Bereich von Bingen dann kommen, wo wir dann die Umgehung fahren müssen, sollen, wie auch immer. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie. Es geht dann nämlich hinten rum. In einem Gleisschaden. Schiene gebrochen oder wie? Soll es ja auch geben. Mit 12% Leistung. Ach, hier haben wir schon. Das ist ja auch dann schon in dem Bereich. Ich bin noch nicht ganz runter gewesen, deswegen haut er mir da die Zwangse rein. Aber das Gute ist ja, dass sich eben halt die Bremsen ziemlich schnell lösen.
zwar einen kleinen Moment. Den nehmen wir da oben weg. Also beschleunigen tut die genauso gut hier der Zug wie im TSC. So, wir fahren mal hier nur noch knapp 80. Warum ich jetzt hier die Zwangs kriege, ich habe da auch früh genug, also. Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Aber ich glaube, wir hätten nur noch 40 fahren dürfen. Und aufgrund dessen haben wir die Zwangs eben halt gekriegt. Hier kommt ein ICE. Zwei Zwangsen, naja, geschenkt. Nächster Halt, Bingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Können wir uns beispielsweise wieder befreien, das machen wir auch. Schauen wir uns mal schön von außen hier an. Fantastisch aus. Schön. So, wir sind wieder im Führerstand und halten jetzt auch gleich hier in unserer Station Bingen. Wobei das hier hinten, denke ich, Bingen Hauptbahnhof gewesen wäre, als wie hier vorne. Aber das hier vorne ist es Bingen Stadt oder Bingen Brück. Da hat sich DTG ein bisschen verzottelt. Gleich mal auf die Bahnhofsschilder schauen. Aber das ist ja angelehnt an die 1990er Jahre. Das kann dann natürlich sein, dass das damals hier der Hauptbahnhof war. Sicher bin ich jetzt nicht. Ich will auch nichts Falsches sagen jetzt, aber so. Aber dennoch, wir schauen mal raus. Hier steht unser 425er. So. Bingen, Rhein, Stadt. Naja. Wie gesagt, also ganz weiter hinten, das wäre wohl der reguläre Hauptbahnhof. Das hätte man vielleicht für Bingen Mitte benennen können. Aber naja, gut. Es ist halt so. Und steigen wir wieder ein.
Dann, was haben wir da eigentlich noch runterzureisen? Was sagt denn Ingelheim, Heidesheim, Budenheim? Also wir haben noch 3 Bahnhöfe bis zum Ziel. Also insgesamt 4 mit dem Ziel einberechnet. So, dann schließen wir, damit wir ja auch hier wieder wegkommen. Auf geht's. Seitdem wir im Train Simulator, hier ist ein Haufen Platz, da hätte man so viel Rollmaterial abstellen können. Ist halt schade. Immer nur diese Gleise zur Verfügung, die man hat, wo man was hinstellen kann, was fährt, aber nicht wirklich was stehen bleibt. Im ersten Moment dachte ich eben, das Signal ist rot. Jetzt ist uns nur Personenverkehr begegnet. Und der ist halt erstmal interessanter, ein bisschen mehr Personenverkehr hier auf der Schiene zu haben als wie Güterverkehr, obwohl die Strecke hier bekannt ist für regen Güterverkehr. Ganz klar. Aber und so wenig Kapazität hat für den Szenariobau, ist das halt eben schade. Also da muss hier nochmal DTG hier allgemein im TSW 3 nachliefern. Ja, bitte, kannst du nicht zu schnell reagieren. Ich habe auch zu spät gesehen gehabt.
Also eine dritte Zwangse. Schade eigentlich. So, die Bremse sollte gelöst sein. Und pirschen wir uns jetzt mit 45 daran. Naja. Ich glaube, es geht auch nach links rüber. Nächster Halt: Ingelheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dann meldet sich gleich die SIFA wieder zu Wort. Uns gleich wieder befreien. So, dann gehen wir links die Türen frei. So sieht das aus hier in Ingelheim. Zu dem Jahreszeitpunkt. Ja, das schauen wir uns jetzt hier. Die Werbung des Repaint hier für Deutschland-Ticket. Mainz gleich nochmal an. Haben wir dann ein bisschen Luft. Oh, sitzt da. Komm los, komm raus. Ha, da guckt er schon, weil ich die Tür von außen aufmache. So, ab. Mit einem Führerstand Tür zu. So, wieder ausrichten. Türen schließen. Und weiter geht's. Können Vegetation bewachsen hier, Gleisanlage. Und wir schmeißen den Hebel nochmal nach vorne. Aber hier ist auch so ungefähr, naja, wenn man jetzt so die Zwangsen herausrechnet, ungefähr so eine Stunde Fahrspaß. Ich denke, das reicht ja auch.
Nächster Halt, Heidesheim. Ausstieg rechts. Müsste nur noch, wie gesagt, ja auch Einfluss auf die Wettermodis haben. Könnte man auch mal im Herbst fahren. Oh, eine 110er. So, wir öffnen rechts. Na, wo ist er hin? Da war er gefahren. Ach ne, da vorne steht er. Oh, ein schönes Bild mit. Wer jetzt hier als allererstes abfährt, wir oder ja, unseren Nahverkehrszug oder Regionalbahn, was es heute ist. Wir schließen die Türen. Na, da sind doch, ja, der fährt auch. Beidseitig weg. Klasse. So. Und wir sind auch wieder an Bord. Fahren zu unserem vorletzten Halt. Budenheim. Dort ist die Bude zu daheim oder zu Hause, wie auch immer. Ja, auch wieder viel Platz, wo man hätte Güterwagen parken können, rechts und links. Als Verschwendung. Gleich die Geschwindigkeit wieder wegnehmen. Nächster Halt, Budenheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, und dann haben wir auch schon die Strecke gemeistert für heute. Freut mich ja. So drei schreckliche Zwangsbremsungen, die wir hatten. Doch schon Spaß gemacht. Am Ansagen mit am Start. Einiges an Personenverkehr entgegengekommen gesehen. Wir haben auch wirklich ein kleines Szenario daraus gemacht, in dem wir eine Umgehung fahren mussten. Ja, sich noch stehen lassen. So, was haben wir hier noch?
Oh, eine 103, also in der Regio. Hat er hier angehalten. So, wir geben rechts die Türen frei. Schauen mal nach draußen. Wer steht da? Interregio. Auch nicht ganz im Bahnsteig drin, wie es aussieht. Nee. Der Rest steht da ja voll kolossal über. Herr Kollege. Was ist los mit dir? Rotes Signal. Kommt nicht weiter. Ah, es sieht schon ziemlich echt alles aus hier. Ja, schöne Graffitis. Der 103 jetzt hier noch mit am Start. Kann sich sehen lassen. Aber das hier ist unser Zug. Ja, aus dem Weg, Mensch. So, wir schließen jetzt wieder die Türen. Schauen uns jetzt nochmal die Ausfahrt an. Nächster Halt ist ja dann schon unser Zielbahnhof. Schön, wie der sich in dem Gegenzug hier gegenüber widerspiegelt. So, ab an Bord. Und wir sind jetzt hier gleich in Mainz. Aber Glück gehabt. Mein lieber Mann. So, damit sind wir in Mainz. Kommen zumindest rein. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Mainz Hauptbahnhof auf Gleis 11. Hier haben Sie Anschluss an die S-Bahn-Linie 8 nach Hanau, planmäßige Abfahrt 15.15 Uhr von Gleis 1. Wir bedanken uns für die Reise mit der Regionalbahn 22 und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Nächster Halt jetzt Mainz Hauptbahnhof, Ausstieg rechts. Jo,
Genau. Da steht ein ICE geparkt. Doppeltraktion sogar. Ja, das wäre richtig klasse, wenn das hier weitergehen würde über Frankfurt Flughafen bis nach Frankfurt Hauptbahnhof. Weil mit dieser Grafik und Unreal Engine ist das richtig fabelhaft. Was ja auch die zwei Strecken von Dresden auch wunderschön umgesetzt sind. So. Ja. Ich glaube, damit waren wir jetzt gerade gegen Prellbock gefahren, obwohl ich keiner gesehen habe. Gut, wir geben jetzt erstmal rechts die Türen frei. Wir wollen uns ja eh noch draußen umschauen. Wir schalten hier ab. Wir genau. Ziehen Schlüssel ab. Gut, dann sind wir schon mal am Ziel. Steigen hier aus, Mainz Hauptbahnhof. Ja. Hier fehlt der Prellbock. Das hat man nämlich genau gesehen gehabt, als wir nämlich hier abgefedert sind. Ja, er hätte eigentlich hier sitzen sollen. Aber hier ist irgendeine Barriere, die uns hier an der Weiterfahrt im Prinzip gehindert hat. So. Wenn wir jetzt die Türen schließen, sehen wir eigentlich nichts mehr so großartig von dem Repaint, aber hier, ihr wisst ja, was aktuell war. Deutschland steigt ein. D-Ticket. Dann hier die KFL-Bahn. Finde? Hat Spaß gemacht. So, ja, dann war es das hier aus Mainz. Oder besser gesagt von der rechten Rheinstrecke. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch ebenfalls. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Achtet aber bitte, dass ihr da auch die Glocke mit aktiviert. Sonst verpasst ihr immer weitere Videos, Ankündigungen etc. Alle News und neuen Informationen jeweils immer auf dem Discord-Server. Ja, dann bleibt für mich eigentlich nur noch hier zu sagen, hier aus Mainz. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Let's Play-Video. Kommt dann ein Zweiteiler als komplettes Let's Play-Video. Mehr wird nicht verraten. In diesem Sinne, aus Mainz. Ciao, ciao, bye, bye.